Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 9. Katze! So. Ich denke mal, soweit haben. Oh, guck mal da. Das habe ich noch nie gesehen. Wie süß. So, jetzt ist es aber weiter im Text. Ich werde fix nochmal schnell was einkaufen, also ein paar Heilsachen kaufen gehen. Zack, runter. Hallo? Ja. Ein paar viele, aber nur mehr. Der Spleen wird wieder bedient. So, und ich denke mal aber eigentlich, dass wir hier soweit vorangeschritten sind. Also, habe ich das schon in der letzten Folge gesagt, dass ich so ein bisschen besorgt bin? Wegen der kompletten Lösung? Hallo? Für einmal aufs Ohr hauen kriege ich aber 100 Gil. Nicht müde. Wenn es nichts gibt, dann tschüss. Hallo. Steckbrieflich gesucht. Wer ihn ergreift, erhält 100.000 Gil. Wen denn? Ich muss unbedingt diese Silbernadel in die Finger bekommen und so. Ja, damit können wir endlich Blank helfen, nicht wahr? Also, wann brechen wir auf? Meinetwegen sofort. Und du bestehst wohl darauf, mitzukommen, oder? Na klar. Dann wollen wir mal gehen. Prinzessin! So, wartet doch bitte, Prinzessin. Der Chef wartet schon und so. Chef, du meinst euren Chef? Na, wen denn sonst? Es gibt nur einen, den wir Chef nennen und so. So, dann wollen wir mal. So, wartet doch bitte. Ihr wollt doch nicht den Worten dieser Diebe glauben. Die ganze Sache ist was? Bestimmt nur eine Hinterlist. Außerdem geziemt es sich nicht für eine edle Prinzessin wie euch nicht, an einem solchen Ding mitzumachen. Wenn ihre Majestät die Königin von dieser Sache erfährt. Wollt ihr wirklich mitkommen, Prinzessin? Ich meine, schließlich ist er unbefugtes Betreten und Diebstahl. Prinzessin! Natürlich komme ich mit. Ich muss ja schließlich darauf aufpassen, dass sie wirklich nur die Silbernadel mitnehmen. Na prima. Können wir dann? Und so. Hey! Ich komme auch mit. Es ist nämlich eine Pflicht, darauf Acht zu geben, dass ihr nicht gar noch versucht, die unschuldige Prinzessin vom Tat der Tugend abzubringen. Auch wenn es dir Spaß macht und so. Deine Pflicht, sagst du also. Es ist alles, woran du denkst. Hast du keinen eigenen Willen? Machst du dich etwa über mich lustig, Kerl? Es ist mein eigener Wille, die Prinzessin nach Alexandria. Ich dachte, wenn du mit sie dann durch die Lande ziehst, kriegst du eine neue Perspektive auf alles. Aber dein eigener Wille? Ich bezweifle, dass du so etwas überhaupt hast. Aber naja. Was fällt dir überhaupt ein? Hör auf damit. Lass uns endlich lieber aufbrechen. Wir steigen wo ein? Mit Verlaub. Darf man fragen, wie es in Bomekia gelaufen ist? Ach, gar nicht mal so schlecht. Nur der Gestank dieser schmutzigen Ratten und der ekelhafte Anblick dieser fetten Elefantendame war etwas schwer zu ertragen. Genauer gesagt eine regelrechte Beleidigung für meine feine Nase und meine empfindlichen Augen. Leider blieb dies euch nicht erspart, nicht wahr? Eigentlich würde ich noch ein wenig im schönen Trino verweilen, um den Gestank dieser Ratten abzustreifen. Aber leider muss ich auf Rattenjagd in die Wüste. Oh, das heißt, ihr brecht nach Claire auf. Ja, trifft bitte die nötigen Vorbereitungen. Sehr wohl, ich werde mich da sofort drum kümmern. Ach, übrigens, hast du gesehen? Heute hatten wir einen ganz bezaubernden Gast. Was meinst du? Einen bezaubernden Gast, meint ihr? Wohl eine Dame, die euer Wohlgefallen fand, wie ich vermuten darf. Ganz recht. Sie fand mein Wohlgefallen. Diese bezaubernde Taube, der ich nachjage, kommt also von sich aus zu mir geflogen. Dass du mir gerade hierzu geflogen kommst. Ich denke, von heute an darf selbst ein Skeptiker wie ich ruhig an das Schicksal glauben. Aber noch ist es zu früh für dich, deine zarten kleinen Flügelein auszuröhnen. Hörst du? Dein Nest ist nicht hier, meine kleine Taube. Dreh um und flieg also geschwind zu deiner Mutter nach Hause. Sie erwartet dich schon sehnsüchtig. Flieg, mein Täubchen, flieg. Und auch ich werde dich dort erwarten, um dich liebevoll in Empfang zu nehmen.
Sorry, dass er sich manchmal anders anhört, aber manchmal ist es so. Eine Bootsfahrt ist lustig, eine Bootsfahrt ist schön. Weiß ich eigentlich, was ich tue? Mit Diebesgesindel, Hand in Hand arbeiten. So weit ist es schon gekommen. Verdammt. Du musst stark sein, Adalbert Steiner. Die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückbringen. Das ist meine Aufgabe. Außerdem glaube ich einfach nicht, dass die Königin zu unrechten Taten fähig sein soll. Bestimmt handelt sie aus höheren Motiven. Habe ich keine eigene Meinung? Unsinn, das ist purer Unsinn. Wie sollte auch ein einfacher Soldat, wie ich es bin, majestätisches Genie verstehen können? Die Wörter eines Räubers können mir ebenso gestohlen bleiben. Lediglich die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückbringen. Endlich bin ich diesen Kerl los. Ja, was für ein furchtbarer Kerl, dieser elende Entführer und Räuber. Sedan ist eine unmögliche Person. Er hat mich behandelt wie ein kleines Kind. Schon seltsam, dass ich dann trotzdem hier nach der Silbernadel suche. Aber warum tue ich das hier denn überhaupt? Um Lang zu retten? Vielleicht, weil er mich gerettet hat. Ja, das muss es sein. Eine Hand wäscht die andere. Eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe bisher noch nie so gehandelt. Glaubst du wirklich, dass wir hier die Silbernadel finden? Hör auf zu meckern und such lieber und so. Da kommt jemand und so. Wie dumm, gerade in dieser prächtigen Vollmondnacht wie dieser, in der sich eine einmalige astronomische Beobachtungsmöglichkeit bietet. Gerade heute muss mir die Tinte ausgehen. Wo habe ich bloß das Ersatzfestchen? Und was jetzt und so? Moment mal. Prinzessin, was habt ihr vor? Nanu? Aber das ist doch... Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, nicht wahr, Professor Toto? Prinzessin! Ja, kann ich denn meinen alten Augen trauen? Professor Toto! Professor wer und so? Professor Toto war der Hauslehrer der Prinzessin. Der Professor ist einer der größten Kapazitäten auf dem akademischen Sektor. Eine wahre wissenschaftliche Koryphäe. Solch furchtbare steif und lobende Worte. Die können doch nur aus dem Munde des Hauptmanns Steiner kommen, nicht wahr? Doch redet bitte leiser, der Ladenhüter könnte uns hören. Aber Prinzessin, darf man fragen, was ihr überhaupt hier tut? Dies jetzt zu erklären, würde zu lange dauern. Aus einem bestimmten Grund sind wir auf der Suche nach der Silbernadel. Bitte versteht, wir wollen den Gegenstand nicht stehlen oder ähnliches. Es ist nur so, dass wir in einer ausweglosen Lage sind und... Ist da unten jemand? Ihr solltet von hier verschwinden. Und keine Sorge, die Silbernadel überreiche ich euch später. Wenn ihr vom Stadttor Trinos aus nach links geht, folgt dem Weg einfach so lange, bis ihr vor einem großen Turm angekommen seid. Und genau dieser Turm ist mein Zuhause. Ich werde die Tür offen stehen lassen. Tretet einfach ein. Bis nachher also. Verstanden, wir ziehen uns erstmal zurück. Vielen Dank, Professor Toto. Bis nachher. Ach so, ihr seid es bloß, Professor. Ja, entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Mir ist nur mitten beim Kartografieren die Tinte ausgegangen. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Wenn hier was kaputt geht, muss ich das nämlich ausbaden. Prinzessin. Ein Bekannter, den wir da gefunden haben. Wow. Und? Hat dieser Professor Popo und die Silbernadel rübergeschoben? Professor Toto und so. Tschuh! Mir egal, ob Toto oder Lotto. Auf jeden Fall ist das eine beschämende Sache für Tantalus. Naja, so wie es aussieht, wirst du wohl noch eine Weile den Babysitter spielen müssen. Echt, oder? Klar, und dann glaubst du, Professor Dudu gibt dir die Silbernadel, wenn Garnier nicht dabei ist. Also, Prinzessin, ich verlasse mich darauf, dass Professor Bobo die Silbernadel... Toto!
Der Professor hält immer sein Wort. Gut, dann schlaft erstmal. Dieser Professor Risotto wird wohl eine Weile brauchen. Professor Toto. Oh, Bark. So, muss ich das da bezahlen oder was? Aber ich bin doch total entspannt. Brauch nicht schlafen. Wiedersehen. Also ich stehe immer noch vor dem dieser Frage, wie man das schaffen sollte, Simon, wenn man wirklich dieses Turnier hermachen muss. Das ist mir noch nicht so ganz das ist ohne Scheiße, ich weiß nicht, wie mühe ich darauf. So, ich will noch mal einmal hier hingehen. Und zwar hier rein. Da kann man sich auch Sachen kaufen, oder? Ich weiß es nicht so. Auf jeden Fall kann man hier lauschen. Ach, der hat hier so viel, aber Rumbischop besitzt großes Interesse in vielen Forschungsbereichen. Er unterstützt auch großzügig verschiedene Projekte. Er betreibt zudem noch eine Schmiede und lässt im Turm in der Nähe einen exzentrischen Wissenschaftler wohnen. Dieser reicht, verstehe, wer will. Hallo? Ach so, hier haben wir dann, das weiß ich doch auch nicht. Blick. Na, ich lasse es erstmal so. Und meine nächste Gruppe kriegt das sowieso. Reflektring, ja, ich glaube, das wird der Höhepunkt der heutigen Auktion. Ja, aber ich glaube... Also wenn das so ist, dann können wir uns das wohl nicht leisten. Ah. Nun ja, aber wenn die anderen Leute ihr ganzes Geld schon vorher verpulvern sollten, dann können wir vielleicht noch ein Schnäppchen machen. Die Stammbieter in der ersten Reihe kommen meist nur wegen dem Hauptobjekt, aber vielleicht kann man sich dazu bewegen, schon vorher ihr Geld loszuwerden. Das wollen wir sowieso nochmal hin. Also bevor wir jetzt zum Herrn Toto geht... würde ich sagen, machen wir nochmal einen Abstecher in die Halle, in das Auktionshaus. So, dann. Hier kann man immer so schlecht hergehen. Hallo, mach hin. So, mal schauen. Ein bisschen Geld habe ich, ja? Ja, 27.000, das wird wohl reichen. Ein Mini-Sit, den wollen wir haben. Oh, wow. Warten wir. 1000. Warten wir erstmal ab. Na komm. Also 3000 würde ich gerne nur dafür ausgeben. Sehr gut. Schön. Das nächste Objekt. Gucken wir uns mal an. Dogas Artefakt. Das wollen wir auch haben. Und wisst ihr was? Ich habe gar nicht meine... Oh Gott. Also 10.000 würde ich schon dafür ausgeben. Na! Komm. Okay.
Jawohl, super. Sehr gut. Das brauche ich, glaube ich, auch irgendwie. Keine Ahnung, irgendwann mal. So, da gucken wir auch mal, ob wir den kriegen. Den brauche ich nämlich auch irgendwann. Und dann habe ich den schon. Ich glaube zumindest, dass ich den brauche. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. 15.000 habe ich. Naja. 10.000? Oh Gott. 15.000. Ich glaube, die werden mich überbieten. Da habe ich nicht hingegangen. Nee, das ist mir zu teuer. Aber dann hätte ich ihn schon. Wie viel habe ich nochmal? 15.000. Oh, nee. Soll ich das tun? Brauche ich das überhaupt? Irgendwann bestimmt. Wow, also wir sind jetzt natürlich ein bisschen arg, aber wir haben wirklich hier ein Miniset. Und da, die, glaube ich, brauche ich sowieso. Naja. Oh, wow, ey, wow. Bum, bum, buru, 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 Gott, ey. Ich bin arm. Aber jetzt habe ich, glaube ich, schon die Sachen, die ich brauche, tatsächlich. Das hat sich eigentlich ganz gut gelohnt. Ich müsste noch mal gucken, wo ich diese Kaffeesorten für den Opa daher kriege. Und jetzt natürlich gehen wir auch auf ganzen Wege zum Turm. Vorm Turm werde ich euch aber noch mal rausschmeißen. Also wer jetzt nicht mehr gucken mag, der muss einfach nur auf morgen warten. Für diejenigen, die es noch später gucken, könnt ihr es natürlich gleich im Anschluss gucken. Ach, durch. Naja, ich bedanke mich erstmal dann bei euch. Wir sehen uns dann gleich wieder morgen. Für die einen, die anderen. Wo komme ich denn da hin? Komme ich da einfach so hin? Tatsächlich. Oh, ich erinnere an. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part, wenn es heißt Final Fantasy 9 bei Dodo. Bis dann. Tschüss.